Ja, Leute, willkommen auf meinem Kanal As Reiter und wir sind in Folge Nummer 2 von Transportfieber 2. Wir haben letztes Mal überlegt, hier von Leitzgau über Pelling nach Hallendorf eine Eisenbahn zu bauen und dann Möckern und hier unten war noch Neuendorf bei Niemek, wenn es denn so heißt, vielleicht mit dem Bus oder sowas anzuschließen. Also ich würde jetzt sagen, wir machen hier mal die Eisenbahn und gucken uns das genau nach dem Intro an, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir müssten jetzt von Leitzgau nach Pelling. Allerdings, wenn ich hier unten sehe unsere Zahlen, dann wollen wir eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was da gerade passiert, weil wir machen ja miese. Ach, hier ist unser Kontostand und das sind die Einnahmen. Okay, dann geht's ja noch. Gut, dann würde ich sagen, müssten wir hier einen Bahnhof setzen und hier oben mit dem, das wäre hier ein guter Umsteiger. Da würde ich jetzt tendenziell sagen, da können wir eigentlich jetzt einen Bahnhof bauen, oder? Das ist hier. Das ist da. Das sollte ein Sackbahnhof sein. Und wir drehen den mal. Der kostet schon 160.000. Wenn ich den jetzt verdoppel mal mit zwei Gleisen mache, was kostet er mich dann? Oh, dann ist er auch tatsächlich schon doppelt so teuer. Ich glaube, das leisten wir uns gerade erstmal nicht. Ich hoffe, das funktioniert nachher alles mit dem Ausbau, ne? 160 oder nur 80 Meter lang. 80 Meter lang ist günstiger, ne? Das ist der halbe Preis. Ich glaube, wir machen erstmal so. So, Gleise. Ne, machen wir erstmal ein Gebäude nochmal und diesen Durchfahrtsbahnhof setzen wir da oben schon mal hin. Weil wir wollen ja durch Pelling fahren und dann nach Hallendorf. Und jetzt ist die Frage, wo ist das hier am besten? Sieht eigentlich schon so aus, als ob das Beste hier ist. Hier oben. Drehen wir das mal. Ne, so rum. So als Durchfahrtsbahnhof so hier hinbauen. Und dann müssen wir nur die Gleise anschließen, ne? So, Karte drehen wir mal so rum. Eine Finanzübersicht zeigt die Einnahmen und Ausgaben. Aber ich glaube, wir machen mal besser von unten nach oben. Und drehen das Ganze. Kippen dann noch. Wo ist unser Bahnhof jetzt? Hier. Na, ja, drehen. Jetzt müssen wir da oben hoch. So, Gleise sind schon ausgewählt. Das ist alles flach. Das ist schon mal gut. Vielleicht ein bisschen nach hier mehr. Ja, ich denke schon. Das passt erstmal. Und dann so. Hier geht es dann, oh, mit dem Viadukt schon gleich hoch, oder was? Das ist natürlich ganz doof, ne? Ne, das will ich ja gar nicht. Das heißt, wir müssen hier kleinere Stücke machen, ne? 105 fährt er dann nur noch. Da fährt er 120, da wird er langsamer. So müsste es gehen. Hier geht es jetzt leicht hoch, oder was? Ah ne, der geht schon in der Erde hier. Das ist aber doof. Ich will ja keinen Tunnel bauen. Ich möchte ja einfach nur da hochfahren, ne? Das heißt, wir müssen mal hier lang fahren wahrscheinlich. Ah, guck mal, hier geht's. Aber der wird ja schon zu langsam. Ja, aber irgendwo müssen wir einen Abstrich machen dann wahrscheinlich. Nee, das war doof. Da ist ein Tunnel dann zugange. Ne, einen Tunnel wollen wir nicht. Wie muss ich erst hier so? Ne, das ist auch doof. Das wäre eine Brücke. Das wäre ein Bahnübergang. Ja, Steigung zu groß.
Kriege ich das denn jetzt hin, dass ich da hochfahre ohne... Ja, da wird es halt langsamer, da kann ich nicht ändern. Oh, hier ist schon Tunnel angesagt dann. Ja, ich sehe schon kommen. Das wird schwierig, da hochzukommen, die Steigung, ohne irgendwelche großen Spiranzken zu basteln, ne? Ist er hier schon so in der Erde drin, ne? Aber wahrscheinlich geht es gar nicht anders. Da passiert dann schon ein Tunnel. Ne, das ist ja auch doof. Da baut er mir dann einen Tunnel, das ist auch doof. Muss wohl so, ne? Irgendwie sieht das gerade hier nicht so prickelnd aus, dem Berg hoch, ne? Ach, da hat er schon einen Tunnel wieder geschmissen dann. Okay. Zack, ist der Tunnel da. Auch ein Tunnel da. Will kein Tunnel. Ja, jetzt komme ich hier mit dem Tunnel nur anders nicht raus, ne? Das ist aber doof. Also das ist auch doof, das gefällt mir auch nicht. Wir hätten vielleicht nicht da hochgekonnt. Weg. Kriege ich so viel Geld wieder, wie ich haben möchte? Wie ich bezahle da? Weiß ich nicht. Das ist ja voll doof. Hier ist auch voll doof. Vielleicht geht's ab da besser. Man muss doch hier auch ohne Tunnel hochkommen, oder? Das ist doch schon wieder vorprogrammiert, dass das nicht wird, oder? Warum kann ich jetzt nicht sagen, ich will hoch? Tolle Eisenbahn. Das bedeutet, wir müssen noch mehr abreißen. Und müssen noch mehr hier am Hang lang. 2 Millionen nur noch. Ah, nee, das war schon richtig, ne? Das geht so. Da wird aufgeschüttet, da wird abgeschüttet. Ja, geht wohl nicht anders, wieso? Da schon eine Brücke hinbauen? Nee. Mal so. So.
Wo ist denn unser Bahnhof? Da hinten? Sag nicht, ich habe einen falschen gebaut. Sieht ganz danach aus, dass ich einen falschen Bahnhof gebaut habe, oder was? Das ist natürlich schlecht, ne, wenn das so ist. Das wäre der Anschluss. Und kein Tunnel, ne? Und los geht's. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht irgendwie was. Ja, sieht erstmal gut aus, oder? Einigermaßen mit viel. Ah, ich sehe schon, es ist da oben falscher Bahnhof. Ah, ist das ärgerlich. Das kostet uns wieder einen Haufen Moos, oder? Ah, ist definitiv ein falscher Bahnhof. Kann man das irgendwie so ändern? Der jetzt sein müssen, ne? Ich hoffe, das ist nicht zu teuer. Ja. Doof gelaufen, weil ich das falsche angeklickt habe, ne? Zack, ist halt so. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter mit den Gleisen. Machen wir mal hier so. Und machen wir hier so die Ausfahrt hin. So. Und dann nochmal Gebäude, und zwar dieses. Weil das muss ja da dran. So, da haben wir das Lokschuppen. So, Gleise ist klar, haben wir. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir gehen jetzt hier rein, kaufen ein Fahrzeug. Dampf ist schon klar. Wagen, Passagiere ist auch klar. Okay, dann machen wir Dampf, machen wir den. Wo ist, achso, hinzufügen. Dann Passagiere. Eins. Achso, hier hinzufügen. Eine 500.000 kostet das. Wir können ja da drunter sitzen. Sechs Kapazität. Ja, einen müssen wir definitiv noch dran kaufen. Aber das ist schon eine Hausnummer, oder? Haben wir jetzt gekauft und müssen eine Linie machen. Neue Linie. Von hier nach da unten hin. Noch da. Und ist schon fertig dann, ne? Fährt der Zug schon? Ja, fährt schon. Gut. Dann muss er nur viel Geld verdienen, ne? Mit seinen 12 Männern, die er laden kann. Das war ein teurer Spaß. Wir haben nur noch 230 auf dem Konto. Jetzt müsst ihr mal gucken, was die Pferdekutschen uns kosten, ne? Erste Dampflok angekommen, schicke einen dampfbetriebenen Zug auf eine Linie. Haben wir gemacht. Ist da jemand drin? Nein. Der macht auch miese. Ja, vielleicht sind wir auf großem Fuß und unterwegs und haben keine Ahnung, was wir hier machen, ne? Kann auch sein. Sind denn hier am Bahnhof jetzt schon Gäste? Sieht man jetzt hier nicht. Warum steht hier 1 und 2? Keine Ahnung. Ach so, das ist eine Kombination wahrscheinlich, ne? Naja, dann wollen wir mal schauen.
Die Kutsche kommt ja jetzt. Vielleicht bringt die uns Passagiere. Ne, nicht wirklich, ne? Linie 3. Linie 4. Sehen wir schon, wo er fährt hier. Stehen denn jetzt schon hier Fahrgäste? Sieht man nicht. Okay. Wir haben nur noch 177.000. Wenn ich jetzt eine Kutsche kaufe... Warte mal, da oben ist noch so ein Ausrufezeichen. Was sagt denn das? Keine Warnung. Okay, ich dachte, das wäre einer. Das hat alles soweit gut geklappt. Das sind keine Kutschen von uns. Boah, die müssen aber langsam da hoch. Naja, wir schicken da ja keine lang. Das sind ja alles Privatkutschen. So, sieht erstmal gut aus, denke ich. Jetzt ist nur die Frage, wann wir pleite sind. Wir können aber einen Kredit bestimmt aufnehmen, oder? Ja, hier. Wir können dann noch eine 500.000 leihen. Das werden wir dann auf Dauer tun müssen. Cargo, Fahrzeug, Zug, 3 Monate. Der fährt da, hat keine Passagiere. Wie komme ich gerade dahin, da wo er ist? Wenn, Fahrzeug ins Depot schicken. Nee, Linie zuweisen. Ah, hier ist das Symbol. Jetzt können wir hier mitfahren. Sieht schon ganz nett aus. Wenn ich H drücke, kommt das Torn. Aha. Gut. Ist er denn schon bald unten? Ne, das dauert noch eine ganze Weile. Und der wird wahrscheinlich ewig brauchen, bis er oben ist. Runter ist ja ganz schnell, ne? Aber hoch wird schwierig werden. Machen wir das weg. Ich sehe jetzt hier keine Passagiere. Das ist das größte Problem. Also so ein paar sind da... Och, nee, das ist schon einiges abgedeckt da wohl mit, ne? Jetzt müssen wir nur wissen. Da steht einer, okay. Und hier... steht keiner. Gibt's Umsteiger, ne? Das wäre die Frage. Verlängern steht keiner. Immer schwierig. 115.000. Zug ist da. Können wir mal gerade schneller machen? Ja. Machen wir gerade volle Kraft voraus. 89.000. Ist noch nichts kaputt gegangen, das war gerade nicht ein Geräusch dafür, ne? 85.000, 88, okay, sogar ein bisschen mehr gerade geworden. 89, 63. Hat gerade wieder alles abgerechnet wahrscheinlich. 63, ja, vielleicht klappt es ja, bis er hier unten ist, dass wir noch nicht in den Miesen sind. 33, So, jetzt mal langsam. Er kommt jetzt gerade an. Ist aber niemand da, der einsteigt wahrscheinlich, ne? Nee. Das ist schlecht. Steht denn da oben jetzt schon jemand? Nein. Steht hier jemand? Ja, immer noch eine Person. Das ist ein teures Vergnügen, was wir uns nicht leisten können. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir erstmal noch 500.000 leihen. Ins Miese will ich jetzt gerade nicht, dass wir gleich schon bankrott sind. Linie 1, kein einziger da. Hier warten zwei. Warum wartet da keiner? Wo ist das andere? Hier. Da wartet auch keiner. Wo ist denn das Schiff? Da. Ich hoffe, da sind wir hier drauf. Keiner drauf. Da passt doch was nicht dann. Da waren doch letztes Mal schon welche drauf. Oh Mann, mit denen werden wir keinen Start machen, oder? Hier steht niemand. Da stehen zwei. Okay, da steht niemand. Da steht auch niemand. Also Ziel muss jetzt sein, hier definitiv dann
den Bahnhof erstmal anzubinden. Deswegen funktioniert das vielleicht auch nicht. Das können wir mal noch schnell machen, ne? Wir haben gar keine Straße dahin gebaut, wir Helden. Straße. Das geht nicht. Ich schätze mal, das lag vielleicht auch daran, ne? So, jetzt können da Leute hin. Ist nur die Frage, wann. Gebäude machen wir jetzt mal hier. So. Das Häuschen deckt ja jetzt schon ein bisschen ab, ne? Dann machen wir hier noch eins hin. Und jetzt haben wir hier, da. Dann machen wir hier noch eins hin. Und wenn wir hier haben, dann ist das abgedeckt. Da haben wir das abgedeckt, da haben wir das abgedeckt. Dann müsste das ja hier einfach hin, ne? Passt schon. So, Linie ist fertig. Ne, Linie nicht, Wegpunkte. Ja, genau. Und wollen wir ein Depot hier unten? Das müsste ja klappen, dass es da hochkommt, ne? Fahrzeug kaufen. Postkutsche. Kaufen. Und Linie erstellen, neue Linie. Da, noch da, noch da, noch da. Und sollte schon fahren. Gut, wird aber eine Ewigkeit dauern. Da steht niemand. Hier sehe ich gerade nicht, aber da ist die Kutsche auch angekommen. Sieht jetzt ein bisschen mau aus, ne? Aber wir machen jetzt definitiv hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.